Und da sind wir wieder back. Ich habe mir mal so eine Halstablette geholt. So eine, die den Hustenreiz angeblich beruhigen soll und den Hals irgendwie behandelt, was weiß ich alles. Ich hoffe, dass das wirkt. Die krasse Todeskralle ist jetzt draußen ja noch unterwegs, aber das ist uns sowas von Scheiß. Oh. Wo geht denn die jetzt hin? Mademoiselle, nein. Die hat mich doch jetzt nicht gesehen, oder? Hallo? Gefahr. Bitch! Okay, wenn sie wegrennt, müsste ich mich eigentlich komplett verstecken können. Krass, dass sie mich jetzt hier gesehen hat durch dieses kleine Fensterchen. Ich saß oben auf der Mauer, da ist sie nichts gerafft. Bitte, ich würde gerne noch diese kleine Mini-Stadt hier ausräumen, aber wenn uns das Viech erwischt, ich glaube, dann sind wir wirklich im Arsch. Weiß nicht, ob wir da was hinbekommen mit, oh shit. Ah, das war ich mit der Granate, ne? Fuck! Weiß nicht, ob wir da was hinbekommen mit Jet und sowas. Wir warten mal ab. Ich hoffe einfach, dass sie wegläuft und uns hier nicht sieht und ich dann später einfach wegrennen kann. Das Schloss sieht stabil aus. Oh, fuck. Okay, ein weiterer Überseekoffer. Oh, da ist wieder eine Raiderin, okay. Hier in Lynn Woods, der auf Meister steht. Das wäre auch eine Aufschrift wert. Oh shit, da ist er. Gut, die kämpfen gegen die Kralle. Dann kann ich hier bestimmt ganz kurz gucken. Wobei die hier bestimmt nicht reinkommt, ne? Ins Haus. Ich glaube, die ist zu fett. Schade, da ist noch so ein Koffer. Ob ich jetzt badass bin und einfach von hinten dran. Habe ich gerade eben echt den Kill von ihr bekommen? Na, Kotzbach hat richtig gesehen. Die kommt her. Kotzbach, geh weg, geh weg. Lass uns gehen. Schnell. Wir sind irgendwie eh schon angefragt. Ach du Scheiße. Kommt hier hoch? Mal gucken, was so geht, Bitch. That's my property, Bitch. Go away. Verpfeif dich. Verfatz dich. Gott, wenn die kommt, ist gar nichts mehr dein Ding. Da sind deine Arme ab. Da hast du maximal das Ding von der Todeskralle in der Hand. Vorsicht. Oh, ich wollte gerade sagen, Vorsicht. Sehr gut. Und der Cotsworth. Ah! Okay, wir machen das, Cotsworth. Wir machen das. Ich hatte eben kurz, sie wird umfallen. Du hast recht, Kotzi. Wir machen die verschissene Bitch fertig, Alter. Okay, passt auf. Zack, zack. Boom. Wo ist es? Radawa. Ihr müsst so Geräusche machen, dass schnell geht. Wo ist was gekochtes? Noch haben wir nichts mehr. Macht nichts. Wir haben noch ein Stinkpack. Boom. Und wisst ihr, was wir haben? Noch ein Stinkpack. Boom. Dann Speicherung. Vollkommen einleiten. Zack, zack. Und jetzt Ultra die Dinge, die Geschichte hier bereit machen. Okay. Komm, Cotsworth. Let's fuck her. I'm gonna fuck her. I'm gonna fuck her right here. Ready? Fuck her. Hey, Bitch. Wie sieht's aus mit dir? Ich hab Angst, Cotsworth. Hä? Natürlich habe ich jetzt auch so ein bisschen Bammel, dass ich diese Mission jetzt verkacke, weil die Alpha-Todeskralle so hübsch ist. Ich glaube, ich belasse es jetzt doch mal hier bei der Verwarnung, Mademoiselle, gell? Aber ich kann auch anders. Dass wir uns da richtig verstehen. Wo ist denn die andere hin? Die ist doch hier irgendwo gefallen, ne? Wo war das nochmal? Hier? Shit, wo habe ich denn die platt gemacht? Die ist doch hier hinter den Bäumen rumgelaufen, oder? Na, egal. Wir gehen einfach weiter. Versteckt, na also.
Hier haben wir ein Spital, beziehungsweise... Weiß ich nicht, sehen wir gleich. Da oben ist diese Molkerei, ne? Die haben wir schon, genau, die haben wir schon entdeckt, okay. Gehen wir mal hier rein und gucken, was das ist. Was da so abgeht. Ah, okay, das ist ein Altenheim oder sowas oder eine Anstalt. Eine Anstalt, ah, alles klar! Ich dachte, ich kann das Ding umschießen. Alter, wie er mich angefasst hat. Hey, Sir, detach me. Der, warte mal, da vorne ist ein... Was ist das? So ein Gartenhaus oder was? Na, gucken wir mal, nein, vielleicht ist da direkt irgendwas verkickelt. Ein Radio, mhm. Na, das hat sich ja gelohnt. Die Tür ist zu. Oh, da oben haben wir auch noch was. Schickes. Sicherlich wieder so eine Gunnerbande. Hier ist auch noch, das sind doch bestimmt. Mein Kondensator hat einen Kanister mit Wasser für sich. Sehr schön. Das finde ich gut. Konzi, das finde ich gut. Ich habe einen benutzten Ölkanister für dich. Ist das auch so nach deinem Geschmack? Warum ist hier nichts mehr verstrahlt? Haben wir irgendwie eine Besserung eingeführt? Shit, ey, stell dir vor, du hockst hier draußen und stirbst einfach. Oh, nein. Kotz! Nein, ist es ja nicht da. Ich hätte doch bestimmt irgendeine Wumme zu viel, oder? Ja, die 10mm Pistole, die eine. Die schmeiß ich weg. So. Cotsworth, ja, jetzt ist er da. Woher kam er jetzt, bitteschön? Oh ne, hier ist zu. Shizzle, my whistle. Wir müssen noch in AP skillen. Haben wir eigentlich gerade Skillpunkte? Einen hätten wir sogar. Wir haben ja gesagt, dass wir für das eine, was wir jetzt noch zwingend brauchen, und zwar hierfür, brauchen wir ein weiteres Level. Oh, warte mal. Wir werden jetzt sogar bereit. Dann müssen wir nochmal nach Lynn Woods dann. Ich mach das mal. Es ist grundsätzlich gut, dass wir alle Schlösser aufmachen können. Das hat einen Vorteil. Dann bräuchte ich vielleicht unter dieser Folge jetzt mal die Infos mit den ganzen noch zu öffnenden Schlössern, außer das von Lynn Woods. Das mache ich jetzt direkt. Ich glaube, dieses Ding hat geholfen, diese Tablette. Also was heißt Tablette? Dieses Lutsch-Tablettchen. Ich hoffe, dass wir jetzt alleine sind hier. Oh fuck. Alles klar. Nee, ist in Ordnung. Ah, der Cotsworth. Was für ein Vollidiot. Der geht direkt ran. Er geht einfach ran, schreiend, und kriegt sofort den One-Hit in das Down. Er überschätzt sich halt jedes Mal. Hä? Achso, es ist ja immerhin ein Meisterschloss. Ach komm. Na also. Cool. Cool. Wo ist jetzt hier bitte schon die Meisterhafte? Oh. Können wir aber eh nicht tragen. Ist schon nicht schlecht, aber... Gut gemacht, Cotsworth. Gut gemacht. Gib ihr, Kotzi, gib ihr! Wow, 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 wow. Ich weiß nicht, ob die mich nicht direkt one-hittet, wenn sie... Wie sie da steht. Problem mit mir, oder was? Bitch! Kotz. Geht's dir gut? Au, hat die gerade mit Scheiße geworfen? Dann schmeiße ich auch mit Scheiße, haha. Nicht weggehen. Okay, die ist gerade sau merkwürdig, wie sie da... Ah! Hör auf, etwas zu schmeißen. Ich weiß nicht, ich schieße nur, aber die schmeißt mit Steinen. Sowas kann vielleicht auch ins Auge gehen, Mademoiselle. Du gemeine Frau! Du gemeine Todeskrell. Das ist so mean of ya. Was ein Hin- und Hergerennen hier mit ihr. Ha!
Kotz, wie geht's dir? Oh Gott, Kotz, das ist ein Geist. Shit. Boah. Ja, ich habe was gefunden. Hey, herkommen. Komm her. Naja, aufmerksam zuhören, dann aber einfach ein Geist sein. Ich verstehe schon. Warum haben wir ihm das gegeben? Keine Ahnung. Egal, der ganze Schrott. Bitteschön. Ich kann sehr wohl wieder rennen. Okay, so. Na also, das passt doch schon mal. Da vorne ist der Haupteingang. Dann gehen wir jetzt mal hin. Können wir das schon mal abhaken. Und beruhigt schlafen. Da ist auch scheinbar noch irgendeine Station. Da vorne ist noch irgendeine Station. Ist hier wer? Hallo? Ja? Der Zugang ist gesperrt. Geh weiter. Okay. Der Zugang ist gesperrt. Ja. Geh weiter. Ach, cool. Ach komm, fick dich doch. Ich hab den Schlüssel nicht. Ich hab den Schlüssel nicht. Warum hat er jetzt geschossen? Und wird mir nicht als rot angezeigt. Ja gut, aber wenn er auf mich schießt, muss ich ihm schon jetzt mal noch ein paar reindrücken, ne? Ist klar. Dein letzter Fehler, Bitch! Get wrecked, Motherfucker! Oh shit, Mann, der gibt mir ordentlich, ne? Der gibt mir gerade eine ordentliche Schelle mit. Aber ich ihm auch. B? Keine B? Ich weiß nicht, was ich gerade genommen habe, aber ich wollte eigentlich das hier nehmen. Er hat ein Kampfgewehr dabei, das schauen wir uns mal an. Ist jetzt nicht eine Kampfflinte, ne? Warum ist das nicht hier ganz oben? Hat das wieder irgend so eine Scheiße dran? Kampfgewehr. 45er, 38. Welche 45er haben wir hier? Die hier. Den Revolver. Dann könnten wir vom Revolver sogar... Ah. Was kann unser Revolver? Ah, 34, stimmt. Das haben wir ja festgestellt. 45er, haben wir noch einen 45er, das wir oft benutzen. Warum habe ich eine Maschinenpistole dabei? Ich wollte gucken, ne? Ich glaube, ich wollte einfach nur gucken. Alles klar, also dieses Kampfgewehr ist schon wirklich sehr, sehr nice. Mit 38, nochmal ein bisschen stärker wie unsere Revolverpistole und so ein Kampfgewehr hat natürlich eine höhere Feuerrate. Das heißt, ich esse einfach noch ein, keine Ahnung, ich glaube ein... Durchladen. Your mother is loading through. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh! Fuck, dude, fuck. Zack, 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 zack! Zerrissen. Ah, kurz, stand ja auch dabei, okay. Ich nehme mal kurz dein Kampfgewehr, hihi. Ich denke, damit können wir echt rocken, aber wir haben noch nicht so viel Munition. Ein weiterer Söldner, dem werde ich jetzt gerade mal seine eigene Medicine reindrücken. Wie sieht so ein Kampf? Wow, sick, Leute, oder? Okay, schießt gar nicht mal so... Hallo, hallo? Oh, guck mal, der Zaun ist ja höchst hilfreich. Hier, guck mal, das ist... Ich würde sagen, das ist eine Granate. Seht ihr? Oh, fuck, fuck, fuck. Das haben sie mir aber ganz schön gedrückt. Jawohl, ja, auf Gott was schaut auf mich nicht. Okay, das schießt halt ein bisschen langsamer als die andere Wumme, die wir sonst nutzen. Oh, scheiß die Wand an. Ich hab den Headshot gesehen. Nein, nein. Er hat sich ein Stimpack gedrückt, der Sack. Au. Alter, Alter, wie er da drin rumhüpft. Ha. Also ich muss das noch irgendwie so einstellen. Also so verbessern, das Kampfgewehr, dass wir da... Was macht er denn hier? Dass wir da eher eine...
Und dass wir mehr Feuerrate haben. Das war mir für mich gerade so ungewohnt. Dieses Tack, Tack, Tack. Ich weiß jetzt doch von unserem Gewehr gewohnt, dass wir da richtig reinreißen können. Das war jetzt ein schöner Fight. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob wir irgendwie schon Richtung Level Up gehen. Och ja, so zur Hälfte. Ab Level 21 können wir dann auch diesen anderen Skill noch aufbessern und dann passt das. Das würde mich doch interessieren, was das da hinten ist. Ja, sehr gut. Für unser leuchtendes Visier. Das wäre sicherlich noch an das Kampfgewehr dran machen. Da haben wir nochmal. Und ich glaube, da war auch nochmal daneben dran. Da vorne. Zack, Leuchtpilz. Folge mir, Cons. Was haben wir denn hier? Da haben wir. Da haben wir. Aha, aha, aha. Das ist der Weg. Aha, aha. Ich mag ihn. Aha, aha. Bin mir sicher, dass das hier eine. Shit. Dass das ja auch eine Siedlung werden kann. Zack! Oh nein, my lurks. Godsworth, Godsworth, hallo. Siehst du die auch kommen? Ja, my lurks! Was ein Wichser. Ich spring mir ins Gesicht. My lurks! Codsworth. Was? 10, bitte? Meierlackel. Oh, shit, dude. So. Hier. Schön stehen bleiben. Jawohl. Hat sie getroffen? Ich weiß gar nicht. Komm, wir müssen wenigstens einen wegkloppen. Shit, ich häng. Oh Gott, ich häng im Auto drin. Ohne Flachs jetzt. Das ist jetzt sehr blöd. Ja! Rausgebackt. Sehr nice. Dankeschön, Meyerlack. Sehr nice. So. Vielleicht ganz schnell irgendwo hinlegen. Ist hier ein Schlafsack? Ah, der chillt einfach nur auf seinem Sitz. Komm, komm, komm. Ha! Ich glaube, wir haben hier gleich einen Schlafsack. Da können wir nämlich ein paar Stimpacks sparen. Wenn wir uns jetzt hier geschwind ein Schläfsäckchen. Ne, halt, wir müssen noch nicht mal einen Schlafsack machen, sondern wir können diese. Achso. Oh fuck. Ne, können wir nicht. Warte, Stoff, Stoff, Stoff. Hier wird irgendwo noch Stoff umliegen. Ja! Ein Bett. Boom. Nein. Und Codsworth, jetzt können wir direkt ein bisschen pennen. Vielleicht auch, dass es etwas hell wird. Komm schön, komm schön, komm schön. Das reicht. Ja! Und wir sind schön geheilt. Sehr gut. Eine weitere Werkstatt, die wir hier gefunden haben, die wir zum Leben erwecken können. Wir müssen halt nur wieder an diesen Sender denken und oh, und alles Mögliche machen. Okay, hier ist einfach eine Höhle. Wahrscheinlich kamen da auch die Dinger raus, die Kackviecher. Oh, er hat eine Nuka-Cola Cherry. Die kann man aktivieren. Ich gehe noch kurz in das Menü rein und schaue, was wir hier direkt einpacken können. Kann man nicht einfach diesen ganzen Scheißkasten? Scheinbar kann man nicht den ganzen Scheißkasten einpacken. Vielleicht reicht es ja bereits, wenn wir das Zeug wegkloppen, für ein, für seinen Strahl. Wow, das ganze Ding ist weg. Okay, nice. Das ist auf jeden Fall hilfreich, dass wir, also wenn wir sehr viele Leute haben in den einzelnen Siedlungen. So. Das ist ja hier der Ding. Die kaputte Uhr. Aha, ein Zaun. Warum liegt der hier? Ah, der ist runtergefallen, der Meyerlack. Okay. Hm, das war es scheinbar auch schon. Hier ist wohl nichts mehr Wertvolles. Um jetzt so einen Funkleitstrahl zu bauen. Ja, dann habe ich noch Stahl gefunden. Kann ich den Zaun auch wieder? Ne, ich dachte, ich kann ihn vielleicht aus dem Boden rausziehen und dann richtig hinstellen. Dann würde ich ihn nicht zwingend verkaufen, aber es geht nicht. Also der ist wirklich totaler Schrott.
Das ist auch hier komplett hinüber. Da oben steht ein Bett. Ein Bett, ein Rahmen von einem Bett. Kommt man aber nicht so leicht hoch, ne? Ne, okay. Ja, nice. Da haben wir hier noch was Schönes, Kleines entdeckt. Und dann haben wir unten wiederum eine weitere Fabrik. Oh, das sieht richtig edel aus. Ob wir jetzt dann hier gleich am Ende wieder sind? Ja, doch, könnte hinkommen. Das wird wohl das Ende sein. Ah ja, genau, da war das, dieses, ich würde dann da und Altenheim sagen, aber ist das falsch? Die Anstalt war da, genau. Gut, dann gehen wir noch zur Fabrik darüber, oder? Ich denke... Hallo? Ja. Raider-Veteran? Shit. Oh nein, was ist davon los? Das gleiche, in grün. Ich denke, dann können wir nämlich auch nächste Runde wieder ein bisschen mehr in die Mission gehen. Und haben dann erstmal wieder genug rumgedödelt. Wir gucken mal, was die machen, wenn wir zu ihnen gehen. Hallo? Ich weiß schon, was wir machen. Ich glaube, wir machen wieder einen auf Skinny Malone. Wir gucken kurz, was sie wollen. Hi. Hey, wer durch will, muss 250 Kronkorken zahlen. Komm schon. Sehe ich so aus, als könnte ich mir das leisten? 200. Mhm. Sei vernünftig. Billiger wird's nicht. Und wenn nicht? Dann bist du tot. Noch Fragen? Keine Chance. Das ist dein Tod. Scheiße. Alles klar. Ich werde sehr nah dran stehen, wenn sie in die Luft gehen. Weil ich schon den Dialog ja machen muss. Wenn du durch willst, musst du zahlen. 100 Kronkorken. What the fuck? Okay. Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, dass sie auf einmal auf 100 runtergeht. Was habe ich hier noch für einen Speicherpunkt? Der hier. Der ist, glaube ich, besser. Jetzt werde ich einfach hinten zwei Minen verteilen und dann muss ich sie halt irgendwie anderweitig auseinandernehmen. Ich kann es jetzt noch nicht über... Achso, halt Minen habe ich doch hier. Nein, das ist Stimpak, du Vollidiot. Ah. Hallo, Frau! Hey, wer durch will, muss 250 Kronkorken zahlen. Okay, warte kurz. Oh, scheiße, Bach, warum geht es hier nicht? Ach komm, wir sind doch eigentlich alles Freunde, oder? Und der eine... Hey! Wer durch will, muss 250 Kronkorken zahlen. Bist du sicher? Muss ich das auch? Scheiße. Okay, hier geht es nicht. Ich weiß nicht, warum es bei Skinny Malone geklappt hat. Ihr habt mich... Also einige waren sehr erstaunt darüber. Ich war auch erstaunt. Ich wusste nicht, dass die... Hey, also, wer durch will, muss 250 Kronkorken zahlen. Also Minen werden auf jeden Fall, soweit ich weiß, von einem selbst nicht ausgelöst. Genau. Eliminieren? Hallo, ich habe noch gar nichts gemacht. Inimini. Da machen wir das anderweitig. Achtung. Ähnlich wie bei der Todeskralle, wie ich es vorhatte. Hey, wer durch will, muss 250 so. Kronkorken bla, bla, bla. Wir handeln uns hier ein bisschen runter. 200. Sei vernünftig. Billiger wird's nicht. Okay. Hm. Ah, fuck, ich habe auf Bezahlen gedrückt. Ich bin ein Affenkind. Ah. Das darf man nicht lachen, gell? Also, jetzt aber. Hey, wer durch will, muss 250. Komm schon, sehe ich so aus. 200. Achtung, die nächste, der geht auch noch. Zack. Sei vernünftig. Ja. 150. Küssen. Letzte Chance. Mach mir ein faires Angebot, dann muss keiner sterben. 100. Alter, ich bin so scheiße überzeugend, das ist nicht mehr normal. Aus dem Weg. Das ist aus dem Weg, ich bin so ein Arschloch. Hier, du Pisspantoffel. Au, au, die sind stark. Die sind irgendwie stark. Warte. Also wenn schon, will ich natürlich jetzt die volle Action machen. Wir nehmen mal das Jagdgewehr, nutzen dann bei Hilfsmitteln natürlich unseren Penisjet. Oh ja, Mann! Bam! Oh, hab ich... Oh, das ist, gefällt mir gar nicht. Ich habe damit gerechnet, dass das irgendwie mehr abgeht mit dem Jagdgewehr. Dann nehmen wir halt unsere... Unser Kampf. Ja! Ach du Scheiße. Sie hat so eine Panzerung, wo der Kopf geschützt ist und ich habe ihn einfach weggeschossen.
aus der Panzerung rausgeschossen. Ich bin so krass. Heilige Schissel, my whistle. Buffjet wirkt nicht mehr. Ach was, das merke ich jetzt aber auch. Ich habe, glaube ich, diese Fabrik da hinten. Also hier, die habe ich noch nie... Oh, da sind doch irgendwelche Boote. Die habe ich noch nie besucht. Ich weiß noch, dass ich einmal um diese Raider drumherum geschwommen bin. Hier drüben durch. Und dann habe ich sie entdeckt und bin aber nicht rein. Also ich habe irgendwie... Ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ich nehme mir immer vor, da hat mir immer vorgenommen, alles zu machen. Da macht man doch nur die Hälfte oder noch weniger. Die sind irgendwie tot. Weil das der Pigman wieder. Der Stinkman. Makra-Fischverpackungen. Wo ist... Boah. Wo ist der Eingang zu... Wow. Das war eine Mine. Ich frag mich, wie diese Minen hochgehen. Ich finde die jetzt ja doch recht oft und da passiert mir... Ich habe mir jetzt nur einmal was passiert bei dieser... Ja, bei diesem Starlight Drive-In. Krass, haben wir viel Muni für das Ding, ne? Das ist echt edel. Ich glaube, für die haben wir das meiste. Oh, da haben wir noch jemanden. Sehr schön. Ja, ich mach. Cool, und hier sind überall Schiffchen. Da ist sicherlich viel versteckt. Wir gehen auch hoch und dann gehen wir gleich rein. Und da wisst ihr was, bevor wir in die Fischfabrik reingehen, das mache ich dann in der nächsten Folge, werde ich noch nach Hause fliegen und unser Jagdgewehr aufleveln. Komm, da oben noch jemand. Alter, wer hat die alle gekillt? Kann ich hier durchlaufen? Ja. Kommen wir hier oben auch rein? Nee. Wer hat die alle gefistet? Krass. Jetzt bin ich doch gespannt, was da... Oh, ein weiterer Eingang. Müssen wir uns merken, dass man hier auch von oben rein kann. Vielleicht gehen wir sogar von oben rein. Das sehen wir dann. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal noch kurz nach Sanctuary gehen. Und dort dann die Kampfgewehr-Hardcore-Flinte aufleveln. Kampf-Scharfschützengewehr. Alter! Das müssen wir uns noch kurz angucken. 45, aber das hat unser Scharfschützengewehr auch, oder? Unser Free Haircut. 50 sogar. 50, lächerlich. Cottworth, willst du doch mal kurz vielleicht etwas übernehmen? Also was, Mister was? Oh, ich habe gerade gar keinen Schrott dabei. Ich könnte die Mods ablegen, die brauche ich alle nicht. Ja, das ist ein guter Boy, oder? Scheiße, ein guter Boy. Lass mich kurz überlegen, was machen wir dann? Wir müssen dann eh ein bisschen umdisponieren. Ach so, was hat die Ding? Die hat aber nicht 38er, ne? Ich krieg's wieder nicht gebacken. Die hat 45er, okay. Ich denke, den Revolver legen wir weg. Ich gebe den schon mal an Cottworth. Cottworth, hat mal schnell. Hey, kann ich zu Dienst? Ja. Ich leg den Revolver schon mal weg. Weil, die Ding ist auf jeden Fall cooler. Den leg ich weg, aber das ist nicht unser, den wir spielen, ne? Sondern der hier. Leg ich auch weg. So. Bin ich immer noch zu fett? Ja, tatsächlich. Die Ding legen wir noch weg. Hier, die Maschinenpistole. So. Und jetzt können wir auch schon wieder rennen. Aber ich denke, das gehärtete Scharfschützengewehr legen wir auch weg. Es sei denn, wir können das irgendwie verbessern. 186 Wert. Unsere hat 91. Die hat schon irgendwie was. Also, wir gehen jetzt mal noch zurück. Und kümmern uns darum. Ach, Karte. Wir sind ganz nah hier an dem Museum für Hexerei und Zauberkunde. Da müssen wir noch rein. Die Minigun kann zwar innerhalb kürzester Zeit massiv ballistischen Schaden verursachen, doch sie braucht immer eine kurze Zeit, um anzulaufen, bevor sie schießen kann. Ja, ja. Die ist nass, oder? Vorne mit den Nägeln oder Schrauben. Hewler, die Waldfee, krass. Aber die ist auch sauschwer, die kann man doch eh niemandem wirklich irgendwie oder irgendwo hinrammen. Kotz! Ich kotz. So. Unser Kampfgewehr wird jetzt mal hardcore verbessert. Oh shit. Feuerrate kann man nur durch gewisse Verschlüsse verbessern.
Das ist erstmal schade. Kann man die Feuerrate auch durch... Klar, der Lauf macht eher die Reichweite, logisch. Der Kolben hinten, kann man nicht vorstellen, ja, dass der irgendwas macht. Das Magazin könnte beim Nachladen nochmal für irgendwas sorgen. Ganz klar hier, da will ich noch irgendwas oben drauf haben. Das ist logisch, das ist sicher. Und zwar ein Leuchtvisier. Wofür sammeln wir die ganze Zeit die nukleares Material? Macht, gibt es... Egal, Leuchtvisier. Ja. Boom. Ja. Da geht die Reichweite ein bisschen flöten, aber ich glaube... Oh, und dann noch ein Charlie drauf, das ist der Hammer. Was kann dieses Kampfgewehr, volle Pulle? Ausrichten 62. Aber es hat dann wieder an... Es hat dann 308er. Okay. Was kannst du mit seiner 38er Muni machen? Mit seiner 45er meine ich. 53. Also, wir machen mal den gehärteten Verschluss dran auf jeden Fall. Der ist jetzt erstmal das Beste, was wir machen können. Und dann gehen wir auf jeden Fall hier Richtung Automatik. Oh, Automatikverschluss, leck mich an. Ah, da geht der Schaden aber weit runter. Sehr weit. Was ist denn das Höchste, was wir machen können mit einem guten Damage-Dingens? Das hier, den 308er Verschluss eben. Das müssen wir uns noch überlegen. Vielleicht muss ich mich auch einfach an die Feuerrate gewöhnen von dem Ding. Das kann sein. Und ich bin ganz sicher der richtige. Codsworth, zweifel nicht an dir. Zweifel doch nicht an dir. Du bist einfach zur Zeit. Mon frère. So. dann mache ich es einfach hier auf die 2. So. Und der Rest. Wir sammeln langsam echt krass viele Zellen an. Ich weiß nicht, ob wir die nicht auch erstmal einfach weglegen sollen. Aber wir haben auch die Ding dabei. Stimmt, die Gamma-Kanone. Ach Gott, was wir alles dabei haben. Ich mach das so. Ich lege jetzt erstmal noch die rechtmäßige Herrschaft in die Gamma-Kanone ab. Weil wir sonst einfach wieder zu viel am Start haben. Rechtmäßige Herrschaft. So. Dann brauchen wir noch einen Behälter für unsere Waffenmods. Weil die, die wir nicht mit uns führen, die können wir ablegen. Die wiegt, jeder Waffenmod wiegt irgendwie 0,5 Kilo. Das ist echt viel. Unsere Waffenmods kommen in diesen kleinen, aber feinen Behälter. Halt, den mache ich hier nebendran. Dass wir auch... Die machen zu uns rein. Ist ja schon gut. Alle regen sich ultra auf. Nee, mach den rein. Das soll alles bei dir drin sein. Okay. Auch wenn es jetzt echt scheiße aussieht hier, ne? Warum geht das nicht da hinten hin? Okay, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Nein. Ja. Und zwar gibt es doch sicherlich einen ganz winzigen Behälter. Ganz kleinen, süßen, verschnuckelten. So einen kleinen Schnuckelbuckelbehälter. Bodensafe. Der nicht so viel blockiert, ja. Da kommen unsere Mods rein. So. Mods. So, merkt ihr was? Da haben wir natürlich direkt wieder hart abgenommen. Und keine Sorge, der Kram ist trotzdem an den Sachen drauf. Also es geht hier wirklich nur um die Dinge, die wir eh nicht brauchen. Ich lege jetzt halt mal die Hunderüstung ab. Eigentlich brauchen wir die ja eh nur, wenn wir Codsworth mitnehmen. Und diesen Scheiß. Habe ich. So, das Zeug habe ich da auch reingelegt, gell? Ja. Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal so. Ah ja, da sind die Fusionskerne drin. Ich gehe mal kurz pennen. So. Jetzt sind wir wieder voll und ready für die next Folgeline. Oh je. Wir sind mal Whistle, vor allem mit dir. Ist ja schon gut. Ciao, ciao, Leute.